Hello together. Gabi ist auch dabei. Wie meistens. Und ich darf wie auch immer. Mit ins Bild. Darf schon mit ins Bild. Sehr gut. Genau. Ja, heute ja, es ist Sonntag, der 5. März. Und jetzt haben wir vor, so eine kleine Runde zu drehen, so Richtung Friedhof. In Freiburg. In Freiburg und ja, da gucken nach dem Grab von Gabis Vater. Und da vielleicht auf dem Friedhof ein bisschen Bilder einfangen. Das sind so, ich glaube, so 2,5 hin und 2,5 Kilometer. So in etwa. Ein Sonntagnachmittagsspaziergang. Genau, das haben wir jetzt vor. Und wenn wir unterwegs was Interessantes sehen oder finden, dann zeigen wir es euch. Und wenn euch das interessiert, dann müsst ihr natürlich dranbleiben. Ich bin der Jens. Ich bin die Gabi. Und unser Kanal heißt Sonnewirbel Gabi und der Ziehbärtle Jens. Viel Spaß. Viel Spaß. Jogger winkt auch. Hallo. 900 Jahre jung war Freiburg im Jahr 2020. So, jetzt kommen wir jetzt an die Baustelle, wo zuletzt die Kriegsbombe entschärft worden ist. Also da ist eine gefunden worden und dann eben auch entschärft. Wir haben gerade noch Glück gehabt, dass wir nicht in dem Bereich waren, wo geräumt werden musste für die. Muss man nicht evakuiert werden. Genau, wir durften zu Hause bleiben. Genau. Haben gelauscht, ob es knallt. Nee, alles gut gegangen. Das war Umkreis 500 Meter oder Kilometer? 500. Ich glaube 500, ja. Das wäre mal auch gewesen. Und Freunde von uns waren gerade drin, das Nachbarhaus war schon nicht drin. Ah, sind ja dann bei ihrer Tochter Glück, morgens oder? Untergekommen. Genau. Samstagmorgens ab 7.30 Uhr muss ich halt draußen sein, gell? Ja, haben wir geschafft. Also muss man ja nicht, aber die anderen. Welle? Na? Eine der Freiburger Straßenbahnen. Da könnte man sogar fahren. Heute haben wir eine Regiokarte. Ja. Aber wir wollen ja laufen. Uns ein bisschen bewegen. Geht raus und bewegt euch. Oh nein. Gucken, ob mein Mikro ausschlägt. Ja. Schlägt aus. Schlägt aus und dann? Schlägt meins auch aus? Ja. Ja, macht gerade. Schön. Alles funktioniert. Puschel noch da. Gott sei Dank, die Uniklinik. Wo wir beide schon waren. Ja. Stationär. Und dann fahren wir da hin. Ne? Da ist. Ah ja. Aus meinem Zimmer hatte ich direkt einen Blick auf den Hubschrauberlandeplatz. Das wird auch ein paar Mal am Tag geflogen. Ne. Ne. Ich bin noch nie Heli geflogen, will es aber auch nicht. Maule fahren? Ne. Ja gut, ich meine. Ja, für eine schnelle Rettung ist halt schon echt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und wenn das notwendig ist, ich glaube, dann
dass das erinnert mag. Ja, ja, das stimmt. So, wir laufen jetzt hier eben durch, vorbei. Und hier. Links ist die Kantine. Kantine, bald da vor sich hin, da oben die Rabennester, guck mal, hockt schon ein Bewacher, hockt davor, vor dem Nest, oben sind nochmal zwei. Wird da schon genistet. Dann hat die Kölne hier. Ah. Oh, die machen halt auch einen Lärm, gell? Ein Lärm, ein Dreck. Sehr interessant hier. Die Wäscherei. Da habe ich schon gejobbt während der Ausbildung hier. Sommerferien. Oh. Und da durfte man eben dann auch in die Kantine gehen. Oh, und da gab es echt richtig feines Essen. Also Ende 80er, Anfang 90er. Oh. Ja. Warm. Ja, drinnen war es natürlich auch warm. Aber ja, hat Spaß gemacht. Mal was anderes. An der Mövenpick. Eistheke war es auch lustig zum Jobben. Oder in der Bäckerei. Ja, Mövenpick, der steht auch. Ja. Oh, wenn ich dann die Waffeln fürs Eis selber gemacht habe. Oh, das hat so lecker gerochen. Ja, eben, das sind die besten Waffeln, fand ich. Mövenpick-Waffeln. Verkehrszählung habe ich schon gemacht als Teenie. Geld verdienen. Oh, viel gejobbt. So, hier macht man das. Sebastian. Erklär doch mal, was das ist, bitte. Ja, genau. Wem war ich von Siemens? 3 Liter. 15 Millimeter. Kilogramm. Quadrat. Quadrat. Ja, Quadratzentimeter. Kilogramm pro Quadratzentimeter. Ja, da ist 3 Liter Öltank. Oder so. Naja. Ein Quadrat. Sind wir am Friedhof angekommen? Der rückwärtigen Seite. Die Friedhofsmauer. Ganz schön lang. So. Da sind wir. Da sind wir. So. Hier eine kleine Übersicht. Ja, Hauptfriedhof, Freiburg. Wo ist er mal? Da liegt der Papa. Und wir sind jetzt hier, oder? Hier, ja, da. Genau. Da sind wir. Und normal gehen wir hier unten rein. Was hat's noch? Hier, Haupteingang oder hier? Vom Seiteneingang. Wir sind flexibel. Es sind alle Seiten schön. Genau. Guck mal da, das schöne Schneeglöckchen. Ja. Blüht doch schon einiges, gell? Da bin ich. Ja, bei manchen ist noch Weihnachtszeit. Naja. Aber. Nein, spätestens zu Ostern könnte man ja wegmachen. Angel. Jetzt haben wir noch ein paar. Jo, ist denn schon wieder Weihnachten? Was sind's für? Ich kann's dir gar nicht sagen. Da hinten summt's auch ein bisschen. Oh. Im zweiten Stock. Das sind die Bienenkästen von der Stadt Imkerei hier auf dem Friedhof. Friedhofshonig.
Ja, Freiburger Stadtimkerei. B-Crossing. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, wer's mag. Ein Monument. Neu angelegter Teich. Na, guck mal hin, das sind nur zwei Gänse, Wildgänse. Ja, ja, weiß ich. Das ist aber gerade Unruhe. Ach so, da werden sie gefüttert. Ach. Deswegen. So, jetzt haben wir unseren Besuch gemacht hier auf dem Friedhof. Und sitzen wir hier noch und gehen dann nachher gleich zurück wieder nach Hause. Gibt es noch einen schönen warmen Kaffee? Warmen, kaltes Bier. Kalten Gerstensaft für dich, wenn du magst. Hast du ja verdient. Genau, ich war nämlich heute schon ein bisschen früher auf den Beinen. Ich war schon Schachspiel, also Schach im Verein. Haben heute ein Ligaspiel gehabt, Kreisliga. Kreisliga A, ich spiele für den Schachclub Denzling. Und so haben wir heute gegen Freiburg West die vierte Mannschaft gespielt. Und ja, die Mannschaft hat gewonnen, ich habe auch gewonnen. Das war schon mal gut, aber man muss sich halt dann doch... Ja, also wir haben 2 Stunden Zeit für 40 Züge, dann gibt es noch eine halbe Stunde obendrauf für den Rest von der Partie. Wenn also jeder braucht, Spieler hat 2 Stunden. Jeder also Spieler kann 4 Stunden plus die halbe Stunde jeweils vom anderen. Also kann es maximal 5 Stunden gehen. Also um 10 geht's los, könnte dann maximal bis um 15 Uhr gehen. Ich war so kurz nach 1 dann fertig. Naja, 3 Stunden volle und, Konzentration. Ja, gell? Genau, und da haben wir aber auch schon, warte mal, 3,5. Da haben wir schon 3,5 geführt. Also, ihr seid eine 8er-Mannschaft? Nee, 7. Ach, 7? Mittlerweile sind es in der Kreisliga nur noch 7 Leute. Also, wir spielen 7. Jeder hat eine Partie zu spielen gegen den jeweiligen aus der anderen Mannschaft mit 7 Leuten. Und für jede Partie gibt es einen Punkt. Wenn man Remis, also unentschieden spielt, wird der Punkt halbiert. Und so kommt dann das Ergebnis zustande. Und wir, also ich bin dann, nachdem ich fertig war, bin ich dann auch gegangen. 2 Partien waren noch am Laufen. Bis dahin haben wir 4,5 zu 1,5 haben wir geführt. Also sowieso war es dann eh schon entschieden für uns und 2 Partien waren noch am Laufen. Mal schauen nachher. Wie sah es aus bei Martin? Bei Martin, ja, man weiß nie so recht. Kann, aber es war eigentlich nicht so schlecht. Und der wäre schön, wenn er mal wieder gewinnt. Und der irgendwie... Janujan, der junge Jugendlicher, der sah eigentlich auch nicht so schlecht aus. Ja, mal schauen, nachher kann man es nachschauen, wie es dann ausgegangen ist. Eben, und so muss man sich halt da schon konzentrieren natürlich. Du spielst am ersten Brett, gell? Also eben, kann man auch noch erwähnen. Ich spiele am ersten Brett. Also es geht von am ersten Brett spielt normalerweise dann der jeweilige Beste. Und dann geht es halt nach hinten. Bis zum letzten Brett geht es dann halt eher schwächer. Schwächer Spieler dann. Ja, heute war beim Gegner war dann ab dem sechste Brett war 6. und 7. Brett. Ich glaube, das 6. Brett war ein Ukrainer. Ohne Wertungszahl erstmal und 7. Brett war ein Belgier, auch ohne Wertungszahl. Und da weiß man halt nie, wie sie können die und das was? Waren noch die Partien, die noch liefen, oder? Und das waren noch die Partien, die liefen. Also kann sein, dass das so auch, also halt die, eben wie jetzt aus der Ukraine, in der Ukraine kann auch jeder Schach spielen. Da wurde es ja, also das wird, ja, schulisch wird es da auch gefördert.
Und aber da sah es eigentlich für uns auch, also es sah eher so nach Unentschieden aus. Gut, gewonnen habt ihr auf jeden Fall. Gewonnen haben wir auf jeden Fall, war auch wichtig, weil wir waren, glaube ich, bis heute auf dem vorletzten Platz. Und jetzt mit der heutigen Runde sind es noch 3 Spielrunden, also haben wir noch 2. Erst sind noch 2 schwächere Gegner, die auf uns warten. Also haben wir Chancen, vielleicht die Klasse zu halten. Wäre auch wichtig, weil wenn wir absteigen, Kreisliga B, ist nicht so prickelnd. Da spielt man dann eher gegen noch schwächere Leute. Ja, so war das heute. Und ja, Mannschaftskollegen waren natürlich auch glücklich, die gewonnen haben bis dahin. Und ja, jetzt gucken wir. Eine Saison sind nur 9 Spieltage. Also nur, nicht wie beim Fußball mit 34 Spieltagen. Beim Schach sind es, also sind 10 Mannschaften, jeder gegen jeden, ohne Rückrunde. Also kriegt man das hin, dass man da in der Saison dann auch parat ist für die Spiele. Ja, so war das heute. Und dann nach dem Spiel bin ich dann ziemlich zügig heim, weil wir ja noch vorhatten, jetzt noch ein bisschen zu laufen. Und eben... Jetzt hast du dir deinen Gerstensaft verdient. Bierchen verdient. Genau. Ja, heute ist üblich gewohnt schöne Runde. Ja, das war halt klar, ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Heute, also jetzt, aber heute Morgen war es noch minus gerade. Jetzt sind wir so bei vielleicht 6 Grad. 6 Grad. Ich habe auf Kletterstation geguckt, wo ich los bin. Aber Sonne ist halt auch keine da. Ja. Und es soll ja jetzt bis Mitte der Woche soll es ja noch mal richtig kalt oder kalt werden. Ja, ja, vielleicht sogar Schnee bis unten in Freiburg. Jetzt schauen wir mal, wie das wird. So langsam könnte es mal ein bisschen wärmer werden, das machen wir wieder. Habt ihr gesehen, wie viel hier schon schön blüht? Und ja, es könnte es früher werden, so langsam. Denn wir wollen ja beim nächsten Video, wollen wir auch wieder wegen laufen, wenn es dann wieder wärmer ist und wollen ja auch mal... Endlich mal wieder kochen. Was köcheln unterwegs. Das war mir in letzter Zeit zu kalt. Du wärst eher losgezogen. Ja, gell? Das wäre ich schon manchmal, ja, je nachdem, je nach Tagesform. Naja, so, also, das war jetzt das Video für heute. Wenn's hoffentlich hat es euch gefallen. Ein bisschen Daumen Eindruck hoch von Freiburg und... Genau, abonnieren, falls ihr jetzt... Was hast du gesagt? 110 haben wir jetzt, gell? Haben wir 110 Abonnenten. 110 Abonnenten, das geht auch gleich. 111 ist eine schöne Zahl. Genau, Schnapszahl. Das war meine frühere Wohnanschrift. Jetzt bei Nummer 111. Für die 100 Abos hat sich ja keiner interessiert. Vielleicht bei der Schnapszahl. Nein, dein Rätsel war zu schwer. Achso, das Rätsel war zu schwer. Ja, das nächste machen wir vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, war das so schwer? Ich weiß gar nicht. Ich kenne den Begriff auch noch von dir. Ach, ich kannte das vorher auch nicht. Also ich hätte es auch nicht lösen können. Na gut. Ja, überall flattert es. Sind Vögel unterwegs. Ja, es zwitschert schon. Das ist schon mal nicht schlecht. Das hört ihr wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, ja, jetzt wird es dann bald Frühling. Jetzt nächste Woche. Morgen ist Montag. Ein paar Tage soll es noch kühler sein. Nächsten Sonntag ist wieder Heimspiel. Da ist es dann hoffentlich wieder ein bisschen wärmer. Am Sonntag, scheint es. Sonntag gegen Hoffenheim. Sonntag gegen Hoffenheim. Gestern gegen Gladbach war. Auswärts, immerhin unentschieden. Unentschieden, ja, war okay. Auswärts unentschieden. Ja, ja. Sie hätten auch verlieren können, insofern. Ja, auf jeden Fall. Für uns ein ganz guter Punkt. Und nächste Woche ist... Wir schweifen aus. Nächste Woche ist ja Euroleague. Ach, das auch noch. Euroleague. Ja, Donnerstag spielen sie. Hinspiel gegen Juventus Turin. Ja. In Turin. Das können wir sogar gucken, gell? Auf RTL wird es können wir zu Hause gucken. Oder wir gehen gucken. Mal ja, es ist das 9 Uhr Spiel. Ich glaube, wir gucken es daheim. Ah, ja, okay. Die Woche drauf, das Rückspiel ist dann, glaube ich, das 18, frühere 45, Spiel. Ja. Da könnte man vielleicht in eine Kneipe gehen. Tickets haben wir leider keine, weil wir auf die Vorrunde verzichtet haben. Ja, das weil wäre uns, halt echt cool gewesen. Ja, und zwar ist es halt zu spät, weil halt alle Spiele donnerstags um 9 ging es los. 21 Uhr, nicht morgens. Und da haben wir gesagt, das ist schon zu spät. Und ja, deswegen haben wir jetzt leider keine Option auf die K.O.-Runde. Vielleicht aber machen wir es nächstes Jahr anders. Ja, 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 wenn sie so stehen wie jetzt. Ja, das wäre cool. Also Juventus Turin wieder mal sehen live. Ja, das ist schon ja, ja. Unser Nachbar ist Busunternehmer, der fährt hin und ist dann natürlich auch im Stadion. Ja. Gestern war er in Gladbach mit seinen Fans, die ihn gechartert haben.
Naja, der Reini sieht. So ist immer was los. Eben, wir sind halt mit dem Fußball bei der Heimspiele halt. Ich hab Schach noch. Auswärts gucken wir auch gerne in der Kneipe. Auswärts gehen wir auch mal gern gucken. Dann, ja, die Wochenenden, ja. Und ab und zu bringen wir YouTube ein Filmchen drehen noch unter. Ja, genau. Klar, eben, wir sind ja auch gern draußen und ja, meistens nehmen wir dann ja auch die Kamera mit. Genau. Gerade jetzt mit den neuen Mikros. Ja, haben wir jetzt auch wieder dran. Heute haben wir zwar die GoPro, aber wir haben ja auch eine neue. Ne, DJI Osmo Action. Entschuldigung, DJI. GoPro haben wir keine. Kenn mich da nicht so aus, ja, stimmt. Und das DJI Mikro, ja, ich glaube, das macht einen ganz guten Job. Und die neuen Camcorder. Genau, den hätten wir heute auch nicht schlecht. Jetzt vorhin haben wir so ein bisschen so die Meisen gesehen, an den Meisen. Ja, hätten mal dran zoomen können, gell? Da wäre es cool gewesen, wenn wir noch die Camcorder dabei gehabt hätten. Ja, deswegen. Denn ich glaube, nächstes Mal nehmen wir alles mit. Ja, ich trage es. Komplett. Mach ich. Du trägst den Schalter Rucksack extra, gell? Ist ja nicht so schwer. Extra Täschle heute habe ich ja auch. Jetzt wird es lauter hin. Ja, ja. Also, jetzt sag mal, wir verabschieden uns. Bye, bye. Alles Gute für euch und wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Na, und ja, ihr guckt das nächste Mal auch wieder zu. Bis zum nächsten Video. Gell? Macht's gut. Bis bye, dann. Bye.